Moin moin Leute, die Pfeiler hier und endlich mal wieder willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, was soll ich sagen, ich war gut ein Dreivierteljahr weg. Ich brauchte einfach mal eine Pause irgendwie. Ich war auch auf Twitch jetzt ungefähr, ja auch ein Dreivierteljahr nicht aktiv. Hab kaum gestreamt, wenn dann nur noch sehr wenig. Und in dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal so ein bisschen ein Update geben, warum die Pause nötig war und wie es mit dem Content auf dem Kanal hier weitergehen wird. Denn es wird tatsächlich weitergehen. Ich habe wieder Bock bekommen, tatsächlich. Ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, weder Bock auf WoW noch auf Twitch hatte. Auf YouTube hatte ich irgendwie immer Bock, aber da wusste ich nicht, was ich hochladen soll, wenn ich keinen Bock auf WoW habe. Deswegen war das etwas schwierig. Da habe ich mich so ein bisschen, wir haben dann halt die Italienreise gemacht. Dann habe ich mir so vorgenommen, okay, regelmäßig zu vloggen. Habe dann aber irgendwie auch relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie habe ich Gaming doch vermisst und irgendwie fand ich es doch schade, dass aus dem Gaming-Channel dann hier ein Vlog-Kanal werden sollte. So in der Form würde ich das heute auch so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber es war alles wichtig, weil ich sehr viel dabei gelernt habe. Und deswegen würde ich es auch nicht bereuen, die Entscheidung, dass ich es so gemacht habe. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich brauchte einfach mal eine Pause. Das habe ich echt gemerkt. Ich hatte echt gar keinen Bock mehr auf WoW irgendwie. So dieses ganze Timing, da habe ich auch mit Mosen drüber geredet neulich. Von Burning Crusade, war irgendwie auch mega kacke, es war irgendwie mitten im Sommer irgendwie so sehr, sehr schlechtes Timing letztendlich auch von Burning Crusade. Auch im Burning Crusade lief nicht alles rund irgendwie mit Gilde und mit Char irgendwie alles nicht so, wie man sich das wie immer halt irgendwie vorher vorgestellt hat. Lange Rede, gar keinen Sinn, auf jeden Fall bin ich back auf YouTube und in dem heutigen Video, wie gesagt, möchte ich euch einfach mal Hallo sagen an alle, die noch am Start sind. Gerne auch mal, könnt auch gerne mal Hallo in den Kommentaren sagen, wenn ihr noch am Start seid hier auf dem Kanal. Ich finde es krass, wie viele Leute mittlerweile aufgehört haben. Also es ist ja echt krass, so wie viele größere YouTuber, oder also für unseren Bereich, sag ich mal, größere YouTuber. Und auch viele Leute, die mal auf Twitch gesehen hat, so die angefangen haben, die Bock hatten, die mit Burning Crusade, die mit Classic damals angefangen haben, also mit Vanilla. Viele, viele Leute haben aufgehört und was ich unfassbar schade finde und dass ich finde es auch mega schade, dass zum Beispiel auch durch Corona keine Gamescom war, wo man dann die alle mal hätte treffen können. Wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal passieren, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich auch nochmal sagen an der Stelle, an die aufgehört haben, vielen, vielen Dank für euren coolen Content und schade, dass ihr nicht mehr dabei seid, aber ich kann es absolut verstehen, man hat einfach längere Pausen auch ab und zu mal nötig und vielleicht kommt ja der eine oder andere von den Leuten, die diese ganze Szene hier auch ein Stück weit belebt haben, irgendwann wieder zurück. Würde mich wirklich sehr freuen. Ja, ich glaube, ihr wisst alle, wen ich da so meine. Dann, anderes Thema, muss man sagen, natürlich, ja, eine Krise nach der anderen irgendwie im WeLife aktuell. Ihr werdet es auch mitbekommen. Dann auch, was unsere heilige Gaming-Welt angeht, auch WoW, Blizzard, jetzt seit Monaten irgendwie in irgendwelchen Skandalen und Retail geht immer mehr den Bach runter, mehr Abonnenten gehen verloren, auch das bekommt ihr jetzt dann auch so nicht mit dem Hintergrund, also so im Blizzard-Bereich, was natürlich die Betreuung von YouTubern und Streamern angeht und so weiter, ändert sich natürlich auch einiges und so und ja, viel im Wandel irgendwie und deswegen stellt sich für mich auch so die Frage gerade, was bringt man oder also wisst ihr, wie soll ich sagen, was für ein Content bringt man eigentlich jetzt in WoW gerade? Was ist so, was macht Sinn einfach auch vom Format her? Und ich bin immer jemand, und das sage ich auch immer, der immer schon gesagt hat, macht das, worauf ihr Bock habt irgendwie. Geht nicht nach der Meta, irgendwie guckt nicht, welches Game hypt irgendwie, was kann ich irgendwie, kann ich draufspringen, wo kann ich einen fetten Kanal entwickeln, bla bla bla, alles scheißegal eigentlich. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht und ich glaube, deswegen war die lange Pause auch gut, worauf ich eigentlich Bock habe und ja, ich habe auch andere Games überlegt, Diablo, New World, irgendwie Lost Ark, viele Möglichkeiten gerade, aber letztendlich bin ich einfach ein WoW-Boy, Leute, ja, ich bin einfach ein WoW-Boy, ich komme von dem Spiel nicht los, ich bin auch, falls ihr das vielleicht nicht wisst, immer noch aktiv in Burning Crusade, ich raide zwar nicht, aber mache relativ viel Arena gerade und das macht mir auch sehr viel Spaß noch, bin auch gut dabei, da wird dann auch in Zukunft, jetzt, da komme ich gleich noch zu, ein regelmäßiger Stream auch wieder kommen jede Woche. Ich möchte einmal die Woche live gehen auf Twitch, das möchte ich mir beibehalten. Twitch habe ich einfach gemerkt, so dieses dreimal in der Woche live zu gehen, ist einfach nicht mein Ding irgendwie.
Twitch, die Plattform an sich, ist eine sehr schöne Plattform, schaue ich relativ viel auch selber, aber das ist nicht so, wo ich mich hauptsächlich drin sehe einfach. Weil ich sehe mich mehr, und jetzt kommen wir zu dem Inhalt auch von dem heutigen Video nach 5 Minuten, moin. Ich sehe mich so in entspanntem, ruhigen Content, wo man sich wirklich auf eine Sache konzentriert. Und ich möchte hier in Zukunft quasi Videos und Content anbieten, der euch dabei helfen soll, einfach sich auf eine Sache zu beschäftigen, nämlich auf den Stream, auf das Video von mir. Ihr könnt dabei auch WoW spielen, das ist auch vollkommen okay. Aber ich möchte hier eine Möglichkeit geben und den Anreiz auch geben, sich wirklich mal länger mit einem Video, mit einem Thema, mit einer Person zu beschäftigen. Ich merke das bei mir selber, ich setze mich an den Rechner dran irgendwie und mache Twitch auf irgendwie, weil da wird man direkt mit Inhalten, ne? Die Leute sind live, es geht direkt Action ab, der Chat ist da und so weiter. Und das führt dazu, dass man irgendwie, finde ich, irgendwann nur noch hin und her skippt irgendwie auf Twitch. Man hat da so seine Followerliste irgendwie, man wird gestresst irgendwie. Es ist kein wirkliches Entspannen mehr, finde ich, beim Gaming. Und auch wo ich selber auf Twitch live war, habe ich gemerkt, dass ich selber auch nicht entspannen konnte dabei. Ja, man spielt ja nicht primär das Game, man redet ja mit dem Chat auch irgendwie primär. Und man kann auch in-game nicht wirklich in Ruhe spielen, weil dann wird man in-game angeschrieben oder weißt du, also man kann sich nicht so auf das Game konzentrieren und es nicht so spielen, wie ich es halt damals irgendwie gespielt habe und wie ich mich entspannt habe und wie ich es geliebt habe. Und deswegen möchte ich quasi auf meinem Kanal Let's Plays wieder ins Leben rufen. Ja, ich möchte einfach in Burning Crusade Classic werden wir damit anfangen und wir werden in WoTLK, was am Ende des Jahres wahrscheinlich kommen wird, weitermachen, möchte ich Let's Plays bringen. Ja, wir fangen mit einem Blutelfen-Paladin an, weil ich die Blutelfen immer mega gefeiert habe und mich das schon seit Monaten genervt hat, dass ich auf Ali-Seite spiele und deswegen nie wirklich einen Blutelfen leveln konnte. Und werden ein Let's Play-Format hier starten, auf dem Format, wo wir ganz in Ruhe einen Char hochleveln werden. Es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht nicht um Min-Maxing, es geht einfach nur darum, eine entspannte Zeit zu haben. Die Videos werden ungefähr eine halbe bis maximal dreiviertel Stunde gehen. Wir werden Questtexte vorlesen, werden uns mit der Lore ein bisschen beschäftigen, wir werden quasi jetzt hier gerade auch die Blutelfengeschichte uns ein bisschen anschauen, bin ich sehr gespannt drauf. Alles auf Deutsch. Ich stelle das Spiel auch extra immer auf Deutsch um, wenn ich das mache, damit wir das auch alles auf Deutsch haben. Und nebenbei, wenn wir dann so unterwegs sind, werde ich auch einfach ein paar persönliche Geschichten erzählen oder auch meine Meinung zu aktuellen Dingen in der Gaming-Welt, aber auch zu anderen Themen sagen. Also ähnlich wie ein Stream, aber schon ein bisschen, also deutlich entspannter einfach, ja. Also, ja, seht es mir nach, Leute, aber Twitch ist irgendwie nicht so meine primäre Plattform. Ich habe irgendwie damals mit YouTube angefangen und da habe ich einfach mega Bock drauf. Und das möchte ich euch quasi mit den Videos hier auf dem Kanal geben. Also entspannter, ruhiger Content, wo man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann. Ich werde ein Let's Play wirklich, also den Char wirklich da aufhören, wo ein Video geendet hat. Und im nächsten Video wird es genau an der Stelle weitergehen. Ich werde ihn nicht anrühren oder irgendwie irgendwas machen. Es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht einfach nur darum, entspannt sich in diesem Spiel fortzubewegen. Da freue ich mich wirklich ungemein drauf. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ich werde dieses Jahr auch wieder viel traveln. Wir werden mit dem Van nach Norwegen und Schottland eventuell fahren, mit unserem Multivan. Und deswegen kann ich dann eh nicht auf Twitch regelmäßig live gehen, ja. Das Schöne am Let's Play-Format ist wiederum, ich kann die Videos im Vorhinein aufnehmen, hochladen auf YouTube und jede Woche, trotzdem wenn wir wochenlang unterwegs sein werden, kann ich jede Woche ein Let's Play hochladen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich quasi auch auf YouTube deutlich wohler fühle, weil es mich nicht so in meiner, in meiner Lebensplanung, sag ich mal, einschränkt, dass ich jede Woche dann wirklich 3-4 Mal live gehen muss irgendwie und die Leute sich daran gewöhnen, ja. So, das ist der Plan für den Kanal, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das war so ein bisschen das Intro-Video heute. Ich drehe die gleich alle am Stück ab. Ich werde auch gleich das allererste Let's Play beginnen. Wie gesagt, wir werden mit einem Blutelfen-Paladin anfangen. Danach werden wir mit einem Draenei weitermachen. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage, welchen Char wir da nehmen werden. Mal gucken. Dann wird ein Draenei auch noch gelevelt. Und in Wrath of the Lich King werden wir den DK leveln. Das wird auch geil. Freut mich auch drauf, ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen News haltet, wie ihr das findet, die Idee. Ich habe ja schon ein paar Umfragen gemacht. Viele von euch haben gesagt, sie haben Bock auf ein Let's Play-Format. Und ich werde es mit Webcam machen. Ich werde es mit Background-Musik machen.
Bin ich auch mal gespannt drauf, wie das so werden wird. Muss ich mich auch ein bisschen eingrooven von der Lautstärke von der Musik, wie wir uns da eingrooven. Dann bin ich auch immer ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Und ja, ich bin gespannt, Leute. Das war das Ankündigungsvideo. Die Pfeiler ist quasi wieder am Start. Einmal die Woche auf Twitch. Da werde ich auch nochmal eine Umfrage machen, beziehungsweise vielleicht auch einfach ankündigen. Könnt ihr mir vorstellen, immer sonntags oder freitags. Und ja, jede Woche ein Video. Ein Let's Play-Video und eventuell auch noch jede Woche ein Arena-Commentary. Noch am Rande, ein Arena-Commentary wird auch noch kommen, weil ich mit Mosen relativ viele Arena-Spiele tun gerade. Und dann werde ich immer das Arena-Game danach nochmal kommentieren, was unsere Strategie war, ein bisschen was darüber sagen. Das werde ich auch gleich noch abdrehen, Leute, ja. In dem Sinne, Leute, ich bin froh, zurück auf YouTube zu sein. Immer noch von allen Plattformen meine absolute Lieblingsplattform. Und ja, bis zum ersten Let's Play oder Commentary, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.